Ein Haus voller Schätze und Geschichte, vieles entdecken, Gutes erkennen. Wir dürfen Ihnen neue Ausstellungen am Bautzner Museum vorstellen. Diesmal Stromberg, Dr. Dietmar Wappler zum 80. Geburtstag. Es ist eine Kabinettausstellung und bei mir ist Astrid Wappler. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Sie sind Kunsthistorikerin, Kuratorin der Ausstellung und Tochter des Künstlers. Was war Ihr Vater für ein Mann und was hat ihn künstlerisch geprägt? Ich freue mich erstmal, dass diese Ausstellung hier realisiert werden kann, im Bautzner Stadtmuseum, in den Räumen hier. Und mein Vater, was war er für ein Mensch? Beruflich und künstlerisch würde ich sagen, wahnsinnig vielseitig. Er hat also nicht nur gearbeitet als Arzt, das war sozusagen sein Hauptberuf hier in Bautzen, hat Medizin studiert und hier auch seine Praxis gehabt in der Stadt, sondern seine Profession war die Malerei. Von Anfang an, also da ging es auch gar nicht darum, dass das so eine Art Hobby ist, sondern es war von Anfang an eine ziemlich ernsthafte Sache. Er hatte auch sehr stark überlegt, Malerei zu studieren, hat es dann aber sozusagen, um frei zu bleiben in der Malerei, sich dagegen entschieden, das sozusagen zu studieren und hat aber immer nebenher gemalt und hat auch in der Wendezeit gerade dann auch mal die Medizin ruhen lassen, ein paar Jahre. Das war diese Ausreisezeit, die wir hatten und hat dann wirklich, ist früh zur Arbeit gegangen ins Atelier und hat gemalt und eigentlich nichts anderes gemacht und in der Landschaft hauptsächlich. Aber das Dritte kommt noch hinzu und das kommt in dieser Ausstellung auch zum Tragen. Er war auch geologisch sehr interessiert. Und das ist dann auch dieses Konzept der Ausstellung, dass er. Welche Arbeiten werden denn in dieser Ausstellung präsentiert? Ja, es werden sehr, sehr unterschiedliche Formate zu sehen sein erstmal. Von einer kleinen A4-Kohlezeichnung bis hin zu einem großformatigen Folienbild, das 2,5 Meter hoch ist, die Allee am Stromberg. Verschiedenes Material wurde eingesetzt und wird auch gezeigt in der Ausstellung. Zum Beispiel, und das ist das Innovative auch an der Malerei meines Vaters, Bitumen auf Gewächshausfolie, was schon allein am Material liegt, dass dann die Formate einfach gewachsen sind. Dann gibt es Ölbilder auf Leinwand, ganz klassisch und auch recht realistisch vom Stil her. Und da gibt es zum Beispiel ein Alpenveilchen gemalt, fast fotografisch, mit einem Achat davor. Das ist ja auch ein anderer Aspekt der Ausstellung, dass oft Kombinationen zwischen Mineralen, die mein Vater selbst in der Oberlausitz gesammelt hat, und dann den Bildern der Fundorte kombiniert werden. Pastellzeichnungen sind zu sehen, hauptsächlich Landschaftsbilder, aber das Zentrum, das ist ja auch der Titel der Ausstellung, ist der Stromberg und alles, was er auf dem Weg dorthin entdeckt hat. Also das kann ein Tiergatter sein, ein Stier, eine Allee, ein Baum, ein Ast. Das sind verschiedene Motive, die er auch direkt vor Ort in der Natur gemalt hat. Frau Wappler, Sie kommen an einem Tag, und das ist der 9. Juni diesen Jahres, noch einmal zu zwei Führungen hier nach Bautzen, 14 und 16 Uhr. Wie darf ich mir das vorstellen? Schaffen Sie mir dann noch mehr Zugang zu den Arbeiten? Genau, ich werde dann die Gruppen führen durch die Ausstellung und die Bilder zeigen und auch sozusagen diesen ganzen Bogen, der sich spannt von den 70er und 60er Jahren schon bis 2010, bis zum Todesjahr meines Vaters. Der Bogen, der sich spannt und der auch zeigt, wie vielfältig die Malerei ist. Dass es eben nicht nur abstrakt und sehr gestisch ist vom Duktus her, sondern eben auch ganz realistisch, beziehungsweise er hat auch dann Steine mikroskopisch sich angeschaut und dann sozusagen das, was er unter Mikroskop gesehen hat, abgemalt. Abstrakte Formen ergeben das natürlich. Und ich möchte dann versuchen, einfach ganz anschaulich dieses Spiel zwischen den Mineralen, die mein Vater tatsächlich gefunden hat, den jeweiligen Fundorten, anschaulich zu vermitteln. Also das wird sicher eine spannende Unternehmung.
Barbara, dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Gespräch. Also 9. Juni, 14 und 16 Uhr im Rahmen des Kunstbusses. Und ein Hinweis sei uns an dieser Stelle erlaubt. Der 9. Juni ist auch der Tag der langen Nacht der Kultur in Bautzen von 18 bis 24 Uhr. Noch mehr Informationen zur Ausstellung finden Sie im Internet unter www.museum-bautzen.de. Vielen Dank. Bitteschön.